Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir gucken mal wieder, was diese Woche beim Epic Store gratis gibt. Ist ja wieder Donnerstag. Und diese Woche gibt es Hero Next und Tacoma. Gucken wir uns erstmal Hero Next Up an. Ach, gibt's wieder ein Video, wunderschön. Gucken wir uns doch mal eben das Video an. Ist ein bisschen leise, einen Moment. Warum gibt der keinen Ton? Ja gut, dann gucken wir es halt uns ohne Ton an. Nochmal von vorne. Alles klar. Das Spiel sieht sehr kindlich aus, ist aber in Diablo-Style, weil es ein Dungeon-Crawler ist. Heißt, man schlachtet und schlachtet und levelt ab. Ist von 2018. Und ich glaube, das Spiel werde ich auch mal ein bisschen privat mal antesten. Werden wir uns das eben mal genehmigen. Ich möchte es haben. Installieren darfst du es auch. Dann kann ich euch auch gleich sagen, wie groß es ist. Es ist 1,5 GB groß. Und dann gucken wir uns doch mal das zweite Spiel noch an. Hello. Nah, I'm good. Gonna test. Hier haben wir wieder Ton. Gut, dann gucken wir uns doch mal eben das Video an. Wenn es nicht hängen würde. You're gonna need any help with that power cell hookup? Nah, I'm good. Gonna test the connection. How's yours look, baby? Voltage adapter in place. Ready to rock. Hit it. While aboard Tacoma Station, please remember that all activity on this facility is monitored by AR recording. It's been a year now since our crew has cycled onto the station. Personally, I'm happy for us. Happy to be stuck up here with these people for another year. Debris has... Meeting from? 48 hours of breathable air. So we've got no air supply, no way to call for help. Minnie, I'm headed in. Need to figure out how to do everything we can to set this mission up for success. I can't do it. This is all crazy. We know it's not safe working up here. But BT could... BT's not coming. The clock is ticking. Odin, I'm freaking out. Close your eyes. We are the co-founders of Fulbright, and we hope that you'll enjoy finding out how Tacoma was made. And isn't it strange? We've never felt the Earth pull together. One day. One day. Alles klar. Also ist es ein Survival-Game, wenn ich es richtig gesehen habe. Nein, Pause. Ist von 2017. Und wir werden eben auch mal gucken, wie groß es ist. Dass ihr wisst, ob ihr es runterladen könnt oder nicht. Installieren.
Und das Spiel ist fast 3 GB groß. Gut, ich bedanke mich dann fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.